Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Generations im Sky Sanctuary. Waren wir beim letzten Mal und ja, es ist nicht so gut gelaufen mit dem klassischen Sonic. Vielleicht können wir es mit dem normalen, mit dem Sonic, wie wir ihn heute kennen, besser angehen. Vorher müssen wir ihn allerdings auswählen. Hoppala, genau. So, da ist er, unser moderner Sonic. Er ist einfach der beste moderne Sonic, genau. Wir gehen einfach mal da rein und schauen mal, ob dieser Akt jetzt so viel schwerer ist mit dem modernen Sonic. Ich bin mal sehr gespannt, weil das vorher war schon nicht einfach. Naja. Gut. Bin schon sehr gespannt, wie das läuft. Yeah! Speedrun! Hoppala! Und direkt hängen geblieben, auch toll! Aber wenigstens kann ich mit dem modernen Sonic mal besser mit diesem Lasertypen fertig werden. Cool! Freestyle! Okay. Ja, okay, hier bleibst du überall hängen, was? Ja. Das war mir so klar, dass es da nicht weitergeht. Das ist aber so irreführend. Wow, und ich habe null Leben. Fällt mir gerade auf. Darum hätte ich mich vielleicht vorher mal kümmern sollen. Dass ich eben keine null Leben habe. Oh weia, das ist schlecht. Ich glaube, hier den Super-Speed-Drogen-Modus, den sollte ich mal für eine Weile ruhen lassen. Juhu! Aber Tricks mache ich trotzdem. Yeah! Perfekt. Was hat das jetzt gebracht? Gibt das Punkte oder wofür ist das nochmal gut? Ja, oh Gott, das wäre beinahe in die Hose gegangen. Okay, und... Rüpp! Oh ja, die Steuerung reagiert aber sehr direkt! Sehr gut. Freestyle! Freestyle! Lalalala. Oh, ich hab den... Ich glaube, ich habe den Sternenring verpasst, so ein Mist. Ja, egal. Okay. Also das ist ein Level, wo ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen sollte, merke ich gerade. Aber kein Problem. Dafür bin ich ja bekannt. Das sollte ich ja hinbekommen. Okay. Das war sogar gar nicht mal schlecht, dass ich das gemacht habe so. Obwohl dieser Linkstrahl eben nicht beabsichtigt war. Autsch. Autsch. Diese Typis. So. Und rüber mit dir, moderner Sonic. Ups. Was war da denn los? Und weiter geht's. Juhu. Oh Gott, das kann nicht gut werden. Oh Gott, das kann... es ist sogar halbwegs gut gegangen, ne? Und was war? Jo, Gott! Ja, da! Sag bloß, du schaffst das nicht, Sonic. Ah ja, okay. Sonic? So komme ich aber nicht da hoch. Was haben wir denn hier? Okay, aber so komme ich, wie gesagt, nicht da hoch, oder? Und darüber? Nee, auch nicht. Was kann ich so vergessen? Aber so komme ich doch auch nicht da hoch. Ups. Das ist ja beinahe in die Hose gegangen. Ah, doch, es geht doch. Alles klar. Autsch. Ey, das war fies. Meine schönen Ringe. Meine schönen zwei Ringe, die ich mir von meinem Taschengeld gekauft habe. Mühsam dafür gespart. Und du? Ah, leck mich. Ich glaube, ich gehe jetzt mal da. Ich gehe lieber da rechts lang. Ja, ist vielleicht sicherer. Was hat man denn hier gehabt? Egal. Ja! Oh Mann.
das ist also ziemlich... Ab hier wird's schon schwieriger, muss ich wirklich sagen. Das ist schon deutlich schwerer als die Chemiefabrik, das merkt man wirklich. Ups. Ist aber nicht weiter tragisch. Kann ja nicht so einfach bleiben. Oh! Ein Extra-Leben, Sonic. Cool. Das ist das Beste, was passieren konnte. Weil ich will an der Stelle des Levels eigentlich nicht mehr drauf gehen. Also, zumindest Game Over gehen, meine ich. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Jetzt will ich das durchziehen. Zumindest denke ich, dass ich weit gekommen bin. Ich weiß nicht, wie viel da noch kommt. Vielleicht bin ich auch noch überhaupt nicht weit. Vielleicht bin ich auch sowas von überhaupt nicht weit. Mir steht hier noch ein 30-minütiges Level bevor. Voller Tücken und, Santa Claus in Trouble-mäßig irgendwelche Typen ohne Hose oder Raben oder sowas. Naja, vielleicht besser doch nicht. Wie komme ich jetzt auf Typen ohne Hose? Warum erwarte ich hier in Sonic Generations Typen ohne Hose? Wie würde Poki sagen, da muss ich nochmal mit meinem Therapeuten drüber reden. Oh Gott. Ey, was ist das denn jetzt gewesen? Bitte schön. Habe ich mich eben durch den Boden durchgeglitscht? Weil man da ursprünglich wahrscheinlich gar nicht landen sollte. Toll. Wenn das so weitergeht, mache ich überhaupt keinen Super-Speed-Modus mehr. Dann mache ich jetzt alles nur noch hier schön langsam und im Birdman-Modus. Ups. Toll. Ich wollte eigentlich da oben lang. Aber gut, hätte mir eh nicht viel gebracht. Boah, was ist denn das? Oh, Laser! Und diese Typen können sich jetzt um 360 Grad drehen, so wie das eben aussah. Oh, Checkpoint, bringt mir viel, wenn ich nur Leben habe. Autsch. Ja, hier hätte ich tatsächlich mal die linke Schultertaste drücken sollen, wie es mir empfohlen worden ist. Und jetzt die rechte. Und jetzt habe ich Mist gebaut. Wir gehen hier mal ganz in Ruhe lang, ganz entspannt. Oh, weia. Das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut sein. Wenn jetzt hier nicht noch ein extra Leben kommt, es kommt bestimmt gleich noch irgendwas Fieses. Okay, was ist das? Ah, war ja klar. Hier geht's natürlich dann nicht weiter. Aber hier. Jetzt ist aber hier dieses Ding davor. Das müsste ja eigentlich gleich verschwinden, aber vielleicht ist es gar nicht so gut, dass es gleich verschwindet. Oder verschwindet es doch nicht gleich. Aber durchbrechen kann ich auf jeden Fall nicht. Ich habe irgendwie Angst, dass das jetzt verschwindet, wenn ich da drauf bin. Ich habe eben schon kurz gedacht, es hört auf. Ich weiß nicht warum. Ich habe leichte Paranoia jetzt. Weil ich weiß, ja, der nächste Fehltritt und das alles hier ist vorbei. Alles, was ich mir bisher erarbeitet habe in diesem Level, ist dann null und nichtig. Und das muss ja nicht sein. In die falsche Richtung gespeedet. Ich glaub's ja nicht. Warum tue ich sowas? Warum tue ich so etwas in meiner Situation? Gespeedet? Was für eine Wortschöpfung. Unglaublich eigentlich. Aber ja. So, Sonic. Mach's halt langsam. So, brav. Oh Gott. Ich sehe es, ich fange nie wieder so ein Level an, wenn ich nur noch ein Leben. Das ist nicht wahr! Wie ist der denn jetzt da runtergefallen? Ich glaube das ja nicht. Oh Mann. Erneut versuchen? Okay, Leute, wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder. So, und weiter geht's. Wir sind zurück. Ja, genau. Und ich versuch's jetzt einfach nochmal von dieser Stelle hier, hier weiterzukommen. Ich hoffe echt, dass da nicht mehr allzu viel kommt. Ich weiß gar nicht mal, wo ich hier genau bin. Hier war ich nämlich vorher nicht. Ich bin aber auf keinen Fall weiter als vorher. Oder doch, war ich glaube, ich bin diesmal einen völlig anderen Weg gegangen. Ich weiß es nicht. Aber viel habt ihr dann auf jeden Fall nicht verpasst. Oh, ihr habt anscheinend doch ein bisschen was verpasst, aber... Das wundert mich, da bin ich diesmal einen völlig anderen Weg gegangen anscheinend. Naja.
Zumindest Rang B. Und Rang B ist bekannterweise nicht Rang C. Ja, wie schön. Oh Mann. Das tut mir leid. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich denselben Weg gegangen bin. Und irgendwie bin ich dann doch völlig anders gegangen. Und deswegen habe ich die Aufnahme dann lieber nochmal gestartet, glücklicherweise. Sonst wäre ich hier noch ins Ziel gehuppt und ihr hättet es nicht gesehen. So, Sky Sanctuary. Das dürfte es dann wohl hier gewesen sein. Und ich habe ganze 0 Sternenringe. Wow. Ist das nicht toll? Oh, es ist Knuckles. Knuckles. Danke Knuckles. Für die Hilfe, war ja nicht notwendig. Aber gut, dass ich Sky Sanctuary wieder habe. Hat er gerade gemacht? Wie der König? How can we help? Was ist das für ein Ort? So weiß und so und gruselig. Sowas habe ich noch nie gesehen. Nee, gar nicht. Oh oh. Herausforderungstore sind erschienen. Neue Herausforderungen erwarten dich in jedem Akt. Es gibt 5 Herausforderungen in Akt 1 und Akt 2. 10 insgesamt. Neben alten Herausforderungstoren gibt es ein Symbol, das dir zeigt, welche Art von Herausforderung dich dort erwartet. Ah. Juhu, ich habe das Sky Sanctuary wiederhergestellt und habe dafür Erfolg bekommen. Ist das nicht toll? Okay, zurück. Herausforderungstore, ah ja. Interessant. Wollen wir es einfach mal angehen? Chemical Plant! Ein Ring-Herausforderung. Erreiche das Ziel rechtzeitig mit nur einem einzigen Ring. Okay. Was haben wir sonst noch? Was ist das denn hier? Ah! Tritt mir gegenüber, wenn du den Chaos Emerald haben willst. Ein Gegnerduell. Sollen wir es mal probieren? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das habe ich jetzt, glaube ich, doch noch nicht gesehen. Also das ist mir jetzt gänzlich neu. Aber es kann nicht gut werden. Kann ganz und gar nicht gut werden. Na gut. Oh, als klassischer Sonic? Okay. Schön. Es ist natürlich die Frage, was ist zu tun? Das werden wir aber hoffentlich gleich feststellen. Bleib nicht zurück, wenn du nicht vom Weg fallen willst. So zum Beispiel? Was zum Henker war das? Ah, ich verstehe. Okay. Sehr gut. Abstand? Hä? Okay, das muss ich erst noch kapieren. Ja, warte, hallo. Nicht so weg hier. Lass mich bloß in Ruhe. Oh! Boah, da auszuweichen ist aber nicht so einfach. Er ist aus der Puste. Noch könnte ich ihn angreifen. Jetzt ist zu spät. Oh, aber zu weit zurückbleiben kann ich ja auch nicht, weil sonst... Oh Gott. Jetzt wäre die Chance gewesen. Ach, so ein Mist. Ah, verdammt. Zum Glück hatte ich noch Ringe. Ah ja. Okay. Sehr gut. Ein Treffer, aber ich schätze mal, wir werden ihn 3- oder 4-mal treffen müssen. Wenn nicht sogar öfter. Ah, da wären Ringe gewesen. Ich bin ja ein Idiot. Da waren jetzt wieder Ringe. Sehr gut. Und der zweite Treffer.
Was? Wieso? Oh, das war doof. Wieso bin ich stehen geblieben? Ich hätte einfach weiterrennen sollen. Ja, verdammt. Oh nein, oh nein, oh nein. Zurück, zurück, zurück. Oh Gott. Was, nochmal? Vergiss es, nicht mit mir, Kumpel. Ah, da wären wieder Ringe gewesen. Ich fürchte. Ja, das war's. Wow, okay. Da muss ich erst noch kapieren, wie das geht, weil das habe ich weder gesehen bisher noch gemacht und, ja, muss man mal schauen. Okay, also, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk LP.